bin Neoblade. Wir sind im Lernschritt MCL. Und wem die Übungen von Day 9, kurz erklärt auch von mir in den Lernvideos, zu schwer sind, was die MCL betrifft, damit werden viele, viele Leute Probleme haben, wenn sie sich nicht, wie soll ich das ausdrücken, selber ein bisschen da in die eigene Tasche lügen. Mir fällt da kein besserer Ausdruck für ein. Dieses Bewegen von Army und die ganze Zeit seine Produktion aufrechterhalten ist halt unglaublich schwer. Von Bronze bis Platin, und man sollte mit der MCL, das ist Klasse 6, auch erst sehr spät beginnen. Vorher sollte man Build Order, Benchmarks, Timing, Scouting, Exit Scouting und so weiter alles sehr gut können. Aber die MCL wird halt, wenn es um Makro geht, wenn es irgendwann auch um Mikro geht, immer, immer wichtiger. Kleiner Fail mit den Sonden an der Stelle. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, ich kann es nicht oft genug betonen, Geld unter 300 in den ersten 6 Minuten halten. Solange der Lernschritt nicht erkannt ist, was Timings und Benchmarks, und das ist für mich Timings und Benchmarks, solange braucht man die MCL nicht anfangen. Also es gibt viele, viele Faktoren, die ich aber auch schon genannt habe, wann man mit der MCL anfangen sollte. Wem die Mental Checklist von Day 9 zu schwer ist, der kann mit einer vereinfachten Mental Checklist beginnen. Und zwar Gates Chrono Boost. Man kann es sogar ohne Robo spielen. Okko hat bis Platin in seinen Lernvideos keine Robo gespielt. Das empfinde ich halt ein bisschen als gefährlich wegen Widowmines und anderen unsichtbaren Einheiten. Aber das müsste bis Platin auch theoretisch gehen, solange es keine Widowmine-Drops gibt oder Banshee Harass oder DT oder sonst was. Und in vielen, vielen Fällen werden die Gegner ja auch Makro spielen oder einen One-Base-Push spielen. Und zum Beispiel mit Triple M. Und dann kann man das mit Cannons und Zealot Stalker und so weiter sehr gut abwehren. Ich habe also hier, um das mit dem Okko-Style mal zu simulieren, A, die Forge weggelassen. Und B, drei Zealots gebaut, so wie es am Anfang sein soll. Booste aber auch die Warpgate-Tech. Meine Proxy-Pylons kommen etwas zu spät. Passiert Okko allerdings auch ab und zu mal. Und man wird die Metal-Checklist allerdings sehr, sehr gut dann im Angriff sehen. Es ist übrigens eine Elite-AI. Ich lasse mir immer sagen, dass viele Leute in den unteren Ligen Probleme gegen die Elite-AI haben. Also ein Freund von mir ist Bronze und der schafft so irgendwas, also eine oder zwei Stufen darunter. Also ich habe keine Probleme gegen die Elite-AI. Ich trainiere gegen die Elite-AI. Aber das soll euch letztendlich nicht stören. Also das ist eine reine Trainingsgeschichte. Und von daher ist das alles in Ordnung. Es fehlen hier so ein bisschen die Gates. Aber wichtig ist halt, zwei Sonden zu bauen. Und ich mache, glaube ich, bei... Schauen wir mal nach. Ja, ich mache so bei 44, 46 mache ich einen Probe Cut. Einfach weil das hier eine Übung ist. Und ihr könnt das in der Ladder auch so üben. Also das wäre so einer der ersten Schritte, die MCL in die Ladder mit zu übernehmen. Chrono Boost wird gemacht. Wir halten das gerade mal an. 20, 7. Ich habe ein bisschen viel Geld. Warum? Weil meine Gates noch nicht komplett aufgeklappt sind und der erste Warp-In noch nicht passiert ist und die Robo müsste produzieren. Da werde ich dann halt nur Immortals bauen. Es ist halt, wie gesagt, ein Übungsszenario, aber wenn der Gegner in der Ladder Widowmines eingegraben hat, bei 8-4 sollte er noch nicht so viele Widowmines haben. Bin da, also die meisten spielen ja dann auch andere Units, die haben dann 2-3 Widowmines Maximum. Sei denn, er spielt einen Widowmine Rush und er spielt wirklich nur Widowmines, dann können da natürlich auch mehr sein.
Diese Robo könnt ihr theoretisch auch weglassen, wenn euch das zu schwer ist. Aber ich bin halt ein großer Fan von Immortals beim Angriff, weil die gegen Marauder und gegen Gebäude ziemlich gut sind. So, reinwarpen. Ich kontrolliere jetzt, man sieht es hier gerade. Also man hat es hier gerade unten gesehen, ich zeige es aber nochmal. Ich habe hier kontrolliert mit den Augen. Habe ich Chrono Boost, ja, nein. Die Proxy Pylons kommen, wie gesagt, ein bisschen zu spät, weil meine Warp Gate Tech ja schon fertig ist. Sollte, ihr seht, den Warp In könnte ich bei 8,7 hier vorne schon setzen. Army Value ist eher noch vorne. Arbeitertechnisch bin ich vorne. Und so funktioniert der Okko-Style für Protoss. Okko möchte so zwischen 8,15 und 8,30 die erste Warp-In-Runde machen, dann allerdings auch mit 8 Gates und dann dem Gegner Schaden zufügen. Er möchte nicht, dass der Gegner stirbt. Er möchte euch darauf vorbereiten, den Backup-Plan vorzubereiten und dabei auch eine dritte zu nehmen. Aber oft stirbt der Gegner bei 8,30 an einem Push aus 8 Gates. Sieht man auch in Okkos Videos. Aber hier geht es um die Mental Checklist und wie man die in die Ladder übernehmen kann. So, ich habe noch einen kleinen Fehler gemacht. Ich baue mit dieser Sonde hier Gates zu Hause. Das dauert natürlich Jahrzehnte, bis sie wieder zu Hause ist. Einfach diese Sonde nach Hause schicken und eine von denen hier nehmen, ist auch ein Fehler, ganz klar. Aber ich will halt auf meine 7, 8 Gates kommen. So, was mache ich jetzt? Ich greife vorne an, habe leider den Micro-Move, Basic Micro, Zealots nach vorne, nicht gemacht an dieser Stelle, aber dafür mache ich eine kleine Two-Prong-Attack, nämlich ich shifte hier die SCVs durch. Mal schauen, was das bringt. Gates aufklappen, Chrono-Boost machen. Also ein paar Arbeiter werden getötet. Ich höre, ich werde angegriffen. Alles klar, fliege ich damit wieder weg. Reinwarpen. Chrono-Boost machen. Wir kontrollieren den Chrono-Boost. 6 und 18. Ich kann also keinen weiteren Chrono-Boost machen. Man sieht es auch hier unten rechts an dem Symbol. Das ist das, was ich euch beibringen will. Diesen ganz simplen Lernschritt der Mental Checklist. Reinwarpen, Chrono-Boost, den kann man umsetzen. Viele Spieler machen den sowieso, also ob das jetzt wirklich zur Mental Checklist gehört, kann man sich natürlich drüber streiten, aber es ist etwas, das Day9 letztendlich erklärt. Er sagt, man kontrolliert irgendwas, nämlich seine Gates, man sieht, die Warp-Ins sind hier unten auf 0, man schaut mit den Augen hier die 0, klickt dann die Nummer 4, bei mir ist das die 4, bei euch die 1 oder die 0, sieht hier kein Chrono-Boost, alles ist gut. Das heißt, man checkt mit den Augen, also man tut irgendetwas auf der Karte, man greift an und man checkt mit den Augen, ist mein Makro in Ordnung? Sind meine Gates alle idle oder nicht idle und ist mein Chrono-Boost verbraucht, ja oder nein? Wir werden das jetzt auch nochmal sehen. Ich zeige jetzt nur nochmal die Anwendung. Basic Micro. Glaube ich allerdings auch unwichtig an der Stelle. Chrono Boost machen. So. Ich fliege wieder mit dem Mothership Core da in die Eco-Line. Chrono Boost machen. Wir kontrollieren wieder meinen Chrono Boost. Kein Chrono Boost verfügbar. Roboproduktion ist am Start. So, ich lege mir eine Kameraposition dahin. Schick die Stalker direkt da rein, weil der Kampf gewonnen ist.
baue noch ein paar zusätzliche Pylons, weil ich oben rechts gesehen habe, auch ganz wichtig. Ich habe oben rechts gesehen, ich bin 80 von 92. Das heißt, wenn ich zu wenig Units verliere, brauche ich gleich Supply im Kampf. Geld unten halten. Ich könnte wieder reinwarpen. Chrono Boost könnte ich auch wieder einmachen, aber 31 ist ein guter Wert. Hier kam ich noch keinen Chrono Boost. Chrono Boost machen. Gates aufklappen. Ich habe keinen Chrono Boost. Reinwarpen. Alle Units an die Front. Chrono Boost kontrollieren. Habe ich keinen. Mothership Core kontrollieren. Das ist Mental Checklist. Wenn euch das mit dem Mothership Core zu schwer ist, macht das nicht. Geld ist unten. Jetzt müsste ich Chrono Boost machen. Tue ich auch. Hab leider keinen Chrono Boost mehr. Warte hier jetzt auf die 100 Gas, dass ich einen Immortal bauen kann. Geh wieder zu meinem Kampf. Reinwarpen. Und da ist das GG. Also, nochmal, wenn ihr die Mental Checklist, so wie sie Day 9 macht, oder wenn ihr den Multitasking-Trainer macht und es euch zu schwer ist, übt den ganz normalen Okko-Style von Protoss, ob mit FFE, JuffFE oder Nexus First, so wie Okkos spielt, völlig egal. Und versucht, die Mental Checklist anzuwenden, Army Movement, reinwarpen, Chrono Boost, reinwarpen, Chrono Boost, reinwarpen, Chrono Boost. Alles, was zu schwer ist, Mothership Core Harass, so wie ich es gezeigt habe, weglassen. Wenn es zu schwer ist, noch eine Robo dabei zu bedienen, weglassen. Ich habe hier für dieses Szenario gegen den Computer die Forge weggelassen, weil ich keine Upgrades brauche, um den Computer so zu besiegen. Das wird in der Ladder auch zutreffen, wenn ihr wirklich bei 8-7 den ersten Warp-In macht aus 8 Gates. Dann wird der Gegner große Probleme haben, das Spiel zu gewinnen. Und die Problematik ist halt auch, dass eine Forge insgesamt es natürlich schwerer macht, die Mental Checklist einzuhalten, weil man an noch mehr denken muss. Und solange ihr Probleme habt, auch noch nur die Grundlagen, die Basics, solange ihr nicht 1 plus 1 rechnen könnt, dürft ihr mit Algebra nicht beginnen. Also reinwarpen, Chrono Boost, reinwarpen, Chrono Boost. Das erstmal in der Ladder üben, das auch kontrollieren, macht ihr das richtig, macht ihr das konstant, also nicht nur ein oder zweimal im Spiel, sondern 10, 20 Mal im Spiel, dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. Gut. Das war der Lernschritt Mental Checklist in der einfachsten Form auf einer neuen Karte, der neuen Season. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.